So, hallo Leute, hier ein neues Let's Play. Das folgende Yay! mit einer Freundin wieder mal, die auch letztes Mal das Let's Play gespielt hat. Sag mal hallo. Hallo. Ja, viel Spaß. Ich will jetzt raus. Nicht. Ich finde, da ist gleich jemand. Ich muss raus. Schau mal, was du machen musst. Ja, warte, ich kann das heute nutzen. Ja, toll. Ist jemand da? Ja! Ich hab mich jetzt eh gesehen. Ich bin auch im falschen Schrank. Oh, doch nicht. Oh, ich dachte gerade, er hat mich gesehen. Lass mich! Es reißt mich immer wieder, wenn ich die Tür aufreiße. Der geht schon wieder, der geht wieder. Ich kann das nicht sein, Alter. Okay, soll ich jetzt rausgehen jetzt, oder? Du musst halt aufpassen, dass es nicht erwischt. Du musst aber den Blutspuren folgen. Wo können wir die Blutspuren hinführen? Achso, wir sind da. Du musst wahrscheinlich wieder dahin bleiben. Ja, da ist die Tür. Oh, jetzt ist die Tür. Ja, wie kann man denn? Oh, da. Schiff. Lauf. Da gibt es wahrscheinlich gleich wieder dahinter. Und nichts. Ich kann aber nicht zu, wenn ich da drin bin, oder? Das ist mir schlecht. Unglaublich. Ich höre irgendwas. Ach, die da. Okay, wie mache ich das jetzt? Rechts für dich? Ich glaube, da hinten muss ich. Da rechts. Nein. Ja, und wie? Oh! Oh Gott. Das sind die, oder? Den Fenster. Ja, aber wenn ich da reingehe, bin ich noch da. Na. Ja, komm schon. Ja, wenn ich jetzt reingehe, dann bin ich eh gleich wieder. Ist jetzt kommen. Ich auch weitergehen. Oh, verdammt. Ich kann da nicht rein. Musst du aber. Ja, warte, kann ich da rein? In die Richtung. Ja! Wo sind die hin? Keine Ahnung. Ich höre durch. So, wenn da jemand schreit, ich hab jetzt aber. Oh nee. Und? Ich hab Angst. Wo komme ich, wie soll ich denn eigentlich hingehen? Wenn da jemand ist. Schritte. Das ist nicht gut, wenn du Schritte musst. Ja, aber hier kann ich mich nicht verstecken. Du musst suchen. Hast Nachtsicht zu. Danke. Das hab ich nicht gehört. Ich höre auch, kann ich ja nicht. Okay. Oh, Batterie. Ja, ich sehe es schon. Ich bin schon ganz blöd. Da schreit irgendwer. Und irgendwas. Und ich hab keine Ahnung was. Und siehst du gerade, wie meine Hand zittert? Ein bisschen. Schau dich um. Vielleicht musst du irgendwo hin. Vielleicht findest du die Schlüsselkarte. Ja, das wäre schön.
mal. Soll ich lesen? Okay. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie im Markov Corporation Wartungshandbuch MMP SMM 180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Okay, darf ich einen Schluck trinken? Okay. Ich bin nur zittern. Aber wie kann da jemand sein, weil da haut irgendjemand den Kopf gegen die Wand. Ich schau mal rum. Vielleicht musst du wieder raus und da, wo du das reinkommen musst. Es kommt von da hinten. Da muss ich hin. Yeah. Soll ich da rein? Laufen muss, wenn da jemand ist, dann renne ich gleich schreiend hier durch die Gegend. Ich höre einen Schritt, ich weiß jetzt nicht, ob das meine eigene ist. Hoffe ich. Da war ja nichts, gell? Außer so. Nein, da ist nichts. Ja, vielleicht direkt an der Batterie rum. Ich will mich da zwar nicht länger aufhalten. Ah ja. Ah. Wie kriege ich mir nicht automatisch die Kamera? So, viel Spaß bei dir. Was? Da reinzukommen. Viel Spaß. Du musst da rein. Los. Du. Greif mich da gleich irgendwie. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh, ich bin jetzt. Es donnert. Da, ich wusste es doch. Der hat mir ein bisschen Angst gemacht. Halt. Ach, dann ein. Nee, das ist in die Richtung gegangen, gell? Die Schätze? Ja. Also mit viel Glück, wenn ich jetzt reingehe, renne ich. Ja? Soll ich noch warten? Ich gehe. Versuch. Schau einfach rein, du musst nicht. Das ist ja so schlimm wie mir jetzt da. Wenn was leuchtet, dann gehe ich davon aus, dass das seine Augen sind, oder? Kann sein. Bisher ist noch keiner da. Du hast Glück gehabt. Ah, ich hab Angst. Ach, nee. Ich mach die Tür wieder zu. Ich bin mal so sozial und sozial. Ich krieg nicht auf die Reihe zu sprechen, aber. Okay. Wieso schreien die denn immer alle so?
Okay, das sind meine eigenen Schritte. Ey, das ist Hammer, ich hab Angst vor meinen eigenen Schritten. Wow. Ein Folterstuhl. Juhu. Ich hab Angst vor meinen eigenen Schritten, das ist echt genial. Noch ein Dokument. Alle freuen sich. Hey. Juhu, ich darf wieder lesen. Ja. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragsnehmer Nummer 1486-16 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine Lebenden an Verwandten. Staat Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Bla bla bla. Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Ist der Rest überhaupt wichtig? Es ist einfach ein Totenschein. Ja. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen auch vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Ja, Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende: Herzversagen aufgrund der von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Also gerade nicht so wichtig, das Dokument. Du weißt nur, dass jemand hier gestorben ist. Ach, ich hasse das, wenn die Musik hört. Dann mach die Tür zu. Können die mal aufhören zu schreien? Die mögen es geschrei. Ich mir... Lecker. Mm. Setz dich doch mal auf den Folterstuhl, wie wär's? Lecker, lass mich mal drüber. Ich will nicht wissen, was die hier wirklich gemacht haben mit den Patienten. Das ist mir etwas zu... wahr. Nein. Herr Gott sei Dank, merken die nicht, wie ich zittere jetzt. Ach, du zitterst doch gar nicht so. Nein! Gar nicht! Ach komm, hier ist nichts. Bin jetzt hier reingegangen, um zu krepieren. Anscheinend. Du musst im Blut. Ja, wo ist das folgen. Blut? Hey, schau mal, ich habe sogar Blutspuren hinterlassen. Mhm. Die mögen das wirklich zu schreien. Tja, musst du wieder irgendwo anders hin. Da. Anscheinend. Da muss ich doch. Da, wo du noch nicht warst. Geht's aber leider nicht lang. Ja, da bist du hergekommen, oder? Nein, oder? Warum ist das so eine komische Musik? Das macht steht da jemand? Schau halt nach mit Nachtsicht. Nein. Ich liebe das. Ich rein, ich sehe schon kommen. Ja, Tür ist angelehnt. Ja, die da, und die da muss ich auch rein, oder? Ja. Will ich sagen. Achso, da noch ein Knopf. Da muss ich durch. Yeah. Okay, ich schaue mich erst lieber hier um, ob hier irgendwas zu verstecken ist. Okay, es ist nur eine Lampe. Es ist nur eine Lampe. Es ist nur eine Lampe. Okay, da kann ich durch. Eine Lampe. Was war das? Keine Ahnung, da war irgendein komisches Geräusch, das mich ja leicht verstört hat. Okay, dann drück mal den Knopf. Yeah. Oh, der Fenster. Der Fenster ist da. Nein, die geht doch gerade auf. Wieso? Wieso? Ja, Alter, ich bin hier. Ja, hallo zurück. Nach einem kurzen Computerabsturz wegen ihr. Ja. Entschuldigung. Machen wir jetzt weiter. Wir sind genau da rausgekommen, da, wo du es gespeichert hast, wo der Fettsack rausgekommen ist. Genau. Also viel Spaß weiter. Und wehe, du haust wieder auf die Tastatur. Mach ich nicht.
Falsche Richtung. Ach, da! Da ist gerade. Sprechen! Wieso soll ich laufen? Ich kann chillen! Ich weiß nicht. Ich seh das nicht. Ja, ich seh das nicht. Da kommt er eh schon. Das ist zu fett. Okay, jetzt hast du endlich die. Da ist er gleich. Gefunden, wie du rauskommst. Nein! Muss ich jetzt runter? Ja. Kann ich nicht einfach darüber springen? Versuch's. Ich glaub, wegen. Gott, das geht nicht. Tja, viel Spaß. Oh mein Gott, der ist ja da. Das ist so geil. So geil. Ich glaube, der ist da. Oh mein Gott! Oh. 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 Naja, du bist wenigstens draußen. Ja, lecker. Lecker. Sehr lecker. Aber nur eine Frage, wie hat der das überlebt? Keine Ahnung, er ist auf Gedärmen gelandet. So, das ist total weich. Da kann man gut überleben. Natürlich. In die Duschen. Danke. Muss ich da jetzt hin? Anscheinend. Ja. Okay, weiter. Ich dachte, ich höre Schritte, das sind meine eigenen. Die eigenen hörst du, wenn du gehst, sonst nicht. Ja, wenn du dich. Drehst, muss ich dir ja auch irgendwie, der kann sich ja nicht 360. Achso, ja. Da kann sein Kopf ja nicht um 360 Grad drehen. Doch, Chuck Norris kann das. Lass ihn! Versteck dich, du Stack! Was ist? Oh. Das ist. Ist jemand da? Ach nein! Ja, ist der Fett. Das ist Fetti, ja, das ist Fetti. Ja, es ist echt Fetti. Fetti mit Fettfett. Ich trau mich da nicht rauszugehen. Keine Ahnung, finde einen Weg raus. Ja, steht jetzt irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo er steht, aber jetzt da hinten steht oder direkt vor der Tür. Weißt du, er wird wahrscheinlich jetzt so gehen. Er steht gleich hinter dir, weißt du. Hör auf, mir Angst zu machen. Wenn du mich erschreckst, ich jetzt schreie, liegt. Also. Ja, er geht jetzt so. Das heißt, ich warte jetzt, bis das nächste Mal da vorbeigeht. Also jetzt wieder vorbeigeht. Dann renne ich raus und die Treppe hoch. Das ist eine Treppe. Nein! Batterieverschwendung! Ach, doch. Passt schon. Wie kann man die unter Bett eigentlich nicht sehen? Da sieht man. Ja, das geht irgendwie. Sieht man doch genauso. In dem Spiel geht das. So, dann lauf mal gleich wieder. Ne? Ja, ja. Ich pack das nicht mehr. Doch, das packst du los. Einfach laufen. Genau, wenn er jetzt gerade vorbeigeht, rausrennen. Wiu, genau in die Arme, oder? Schaffst du, einfach laufen. Ja, ihm jetzt in die Arme, oder was? Wieder ein Fettsack. Jetzt sag ich doch. Fettsack. So, okay. Ey. Der geht ja nicht. Was? Viel Spaß. Da hoch, schaffst du das? Du yeah. Jump dran. Hey, spring doch. Ich hab keine Ahnung, wo der Typ ist. Hat er dich erwischt? Nein, oder? Mhm. Sehr gut. Das würdest du ja hören, wenn er dich erwischen will. Da geht gerade die Treppen hoch. War er das nicht da gerade? Da. Hey, komm! Wie ist er da jetzt hingekommen? Keine Ahnung, renn einfach. Renn, scheiß drauf. Okay, dadurch. Er ist zu fett! Halt dich doch! In die Richtung! Falsche Richtung! Er ist zu fett!
Wieso ist die Musik immer noch da? Siehst du dann. Da ist er nicht. Ich habe so das Gefühl, dass er gleich von einer anderen Richtung kommen wird. Schau doch mal. Okay, die Musik ist wieder weg. Hey, duschen. Ach komm! Zwäng dich da durch. Ja, wie? Wie komme ich da hin? So. Drückt halten und dann durch. Der hat dich erschreckt. Das ist ein Arsch. Ich pack das nicht. Oh Mann. Komm, dich schaffst du. Willst du nicht mal spielen? Nein. Los. Jetzt komm, mach weiter. Schaffst du? Ich muss einfach einen Weg in die Duschen finden. Das schaffst du schon. Du findest es wahrscheinlich ja noch lustig. Nein, ist doch nicht. Ich kann die Batterie nicht aufheben. Ich stehe auf der Batterie drauf, ja. Was schreien die denn alle so? Das ist eine Irrenanstalt. Komm schon. Da schreit man noch mal gerne. Nein. Ich will jetzt nicht mehr durch das. Geht durch die Tür? Geht nicht? Nein. Dann musst du wieder durch. Ja, aber dann kommt der zwischen nicht wieder durch. Nein, da kommt keiner. Bist du noch da? Ja. Hallo. Der tut nichts. Danke, der Arsch hat mich erschreckt. Der will nur spielen. Ich hab hier gleich, wirklich. Nicht lustig. Unter so einem Bett würde ich mich so gerne verstecken, Mann. Ist das Blut oder hat jemand drauf gepisst? Beides. Ich will gar nicht, ich will es gar nicht wissen. Der Typ, der verfolgt dich, der mag dich. Ja, wieso mag der mich? Wieso? Ja, aber der hat doch eine Zwangsjacke, der mag dich. Ich gehe da jetzt nicht so ran, ich hab Angst, dass die mich dann irgendwann erwürgen. Erwürgen tut sich keiner. Nein. Wieso bin ich jetzt gerade gesprungen? Ich wollte rennen. Der Typ mag dich, schau mal. Oh, ist er nicht nett? Der soll weggehen. Der macht mir Angst. Der macht mir leichte Angst. Alle irre. Nein, echt? Ja. Das sind alles ganz normale Leute. Ganz normal. Die alles da hintermischen und so weiter. Genau, ganz normal. Ja, das ist eine Batterie. Nein, oder? Doch. Doch, Batterie. Du musst nur Witze aufzuheben. Ja, wo ist mein Verfolger hin?
stelle mich einfach in die Mitte, der wird schon wieder kommen. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Wo steht der hinter dir? Hallo. Ich gehe sicherlich in die Nähe von so einem Irren. Du musst? Nein, weil er gesagt hat, ich brauche Hilfe. Ach, bin so nee, sicher nicht. Nee. Ist das der Typ im Rollstuhl? Nein. Ach komm schon, der hilft dir. Ist der nicht nett? Der ist nett. Toll, nein. Der ist nett. Der will dir helfen. Wenn jetzt nicht jemand da rauskommt, dann schrei ich. Da ist doch jemand. Ja, trotzdem muss er da durch. Hey, wieso gehe ich jetzt in die Richtung? Du musst immer in die andere Richtung drücken. Jetzt in die hier. Hey! Sonst gehst du in die falsche Richtung. Hey, warum holen die immer dagegen? Ja, raus. Würde ich auch, wenn ich das sehr geil finde. Abspringen. Ach. Ah, viel Spaß. Spring ich doch mal da so dir. Ja, ja, geschafft. Echt jetzt? Ja. Hoho, bin ich gut. Mhm. Du brauchst aber voll viel Akku. Entschuldigung. Mach mir bitte nicht drin. Da! Kann ich mich jetzt zu dem unter das Bett legen? Ich schau erstmal die Nachricht an. Das Dokument. Ja, ich geh da kurz weg. Ich kann das. Lass mich, okay? Ich kann das. Ich schreib gleich wieder am PC, aber ich kann. Falsches. Ich kann das. Marco, ich kann das. Ah, okay. Jetzt. Soll ich wieder lesen? Ja. Oh Gott. Okay, Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland, geboren. Yay, München! Woo! Und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Ui, das hat der Katze. Übrigens, ich habe auch zwei. Yay. Ja! Kurz, ach, keine Ahnung. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Markov Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Genau. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Ich kann das. Zieh's wieder. Verschlossene Tür. Wahrscheinlich musst du wieder irgendeinen Knopf betätigen, dann kommt der Fettzeit wieder an die Lösung. So wie immer. Ich seh's schon kommen. Ich seh dich privat. Er kann mich deinen Abgrund schützen. Yay! Das ist niemand. Komm ich da? Komm ich da durch? Nein, aber du kannst. Und da ist eine Batterie. Ich muss da durch? Nee, das ist nein. Zu weit weggerissen hier. Nein. Ich muss wieder da lang. Ich muss zu so mit irgendeinem Irren, der gleich aus der Tür springt und mich umbringen will. Dann müssen doch alle... Oh, okay, der ist nicht nett. Der sah so nett aus.
Oh, ist denn ein, der sich nicht. Lauf! Links! Ich seh nichts mehr. Schaffst du? Der kommt da nicht durch. Doch, kommt er da? Ich hab ihn! Ah! Jeder will dich umbringen. Lauf weiter. Warum wollen die mich aber umbringen? Ich hab dir doch nichts getan. Siehst du auch noch was? Komm ich da. Da muss ich. Da liegt irgendjemand unter dem Bett, ich will da aber nicht rein. Dann geh unter das Bett, in das andere. Was? Ich hab da liegt irgendjemand unter dem Bett, gib dir das mal. Ach, der ist doch verängstigt, der tut dir bestimmt nichts. Hallo, darf ich rein? Wie geht's? Ich muss da nur kurz durch. Ja, der ist verängstigt. So, komm, das sind wir das. Also bei dir, okay, man kann nie wissen, wer irgendwie dich umbringen will in dem Spiel. Zum Beispiel, der war auch gerade voll nett und der sah gerade so übel nett aus und dann kam er auf mich zu, weil ich mich umbringe. Genau. Schau nach Batterien, ob du noch nichts finden willst. Aua, help. Das, ja, ich. Da musst du rein. Hold the blood! Da musst du rein, ja. Ist mir gerade aufgefallen, dass wir. Es ist mir zu gefährlich, hier ohne Licht rumzulaufen. Hallo. Wenn es gleich wieder. Dachtest du auch gerade, da steht jemand? Nein. Das sieht gerade so ein bisschen aus. Ich dachte gerade, da steht jemand. Auf jeden Fall sind da. Es stehen sehr viele Leute überall. In Käfigen und so weiter. Ach nein. Warte, da muss ich nicht rein. Da muss ich rein. Genau. Follow the blood. Und runter. Okay, warte kurz. Lass mich ganz kurz. Einatmen, weil sonst schreie ich hier noch rum wie. Ein Mädchen? Ich bin ein Mädchen. Komm, geh runter. Ich muss Batterie wechseln. Ich bin halt auch batterieverschwenderisch, muss ich hab. Bisschen Angst. Okay, in welche Richtung kann ich denn rennen, wenn ich in der Tür. Keine Tüche. Ahnung, geh runter. Ich muss da rein! Oder darunter. Du musst da, wo das Blut ist. Yeah. Wow. Und schau mal auf die Wand. Wallrider. Viel Spaß. Wir haben eine neue Notiz. Ja. Chill. Ja. Ganz kurz. Wieso haben wir zwei Dick? Ach, keine Ahnung. Ja, okay, das. Ja, lass es, ich kann das. Okay, das du dir lesen. Juhu. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Markov hat hier ein Experiment hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen, vielleicht. Vielleicht war es auch eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Er wird auch langsam verrückt. Ja, ich würde auch verrückt werden, ne? In einer Irrenanstalt voller Irren und Wallrider und ey. So weiter. Kann ich mich in den Schränken verstecken? Kannst du. Dann. Sehr gut, ne? Warte, das Blut führt genau hier hin. Ey. Das Licht. Was liegt in der Batterie? Wenn ja, dann. Es gibt irgendwas gedingt. Ja, das ist Wasser. Oder Blut ist am Boden. Ich hab keine Ahnung. Muss ich da jetzt echt runter? Versuch's. Keine Ahnung. Also hier, danach regt mich auf. Ja. Boah. Da ist eine scheiß Musik. Ich hab Angst. Du musst wahrscheinlich da runter.
wirklich? Ja. Wieso tue ich mir... Ich hab dir mal die Musik gesagt. Sie wird gleich irgendwie mal kommen. Ist normal bei Outlast. Ja, ups. Total normal. Ganz normal. Jeder Journalist geht ja auch gerne in eine Irrenanstalt, um da irgendwas zu suchen. Eine verlassene Irrenanstalt. Jo. Joshi? Ah! Okay, wir gehen unten. Geh gescheit runter. Okay, ich glaube, jetzt kann ich langsam wieder aufstehen. Muss ich mit dem Kopf gegen... Irgendwas donnern. Uah. Ich bin mir gerade beim Abflussen. Such mal da irgendwas, einen Ausgang oder so. Und jetzt lass die Batterie. Da stiegen so geworren. Nein. Kann ich mich da runter? Nee, nee, da ist nichts. Du musst da, wo du gerade warst, wahrscheinlich. Oh fuck. Da. Ja. Du musst ihn nicht mehr ducken. Ich habe Angst, wenn ich die Batterie wechsle, dass dann jemand steht. Nein. Das ist ja bloß eine Irrenanstalt, weißt du. Hoch! Wollte ich jetzt gerade gar nicht runter. Ist ja nur eine Irrenanstalt. Du nicht so. Danke, dass du mich auch noch zusätzlich immer schwach sein, wenn du schön mal ein T-Shirt ziehst. Ja. Willst du mich eigentlich umbringen? Vielleicht. Aber was ist das da unten? Will sagen, dass du mir Gedärme oder so. Ah! Steine, ja. Da wollte ich nicht runter. Du musst da runter. Warte. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Ich folge dem Wasser. Du bist gerade rein, finde wieder einen Weg nach außen, würde ich mich verarschen. Lecker! Kanalisation Licht. Halt. Achso, ich dachte gerade, da kann man hochgehen. Ich dachte schon so, ja, da ist ein Loch, da springe ich jetzt hoch. Auch wenn ich nicht so springen kann. Ist der tot? Ich habe keine Ahnung, ich will es auch gar nicht wissen. Aber du müsstest anscheinend dahin. Wieso ist Coco nicht da? Wer? Coco. Kumulatu Konrad. Ach so. Bist du tot? Geh mal hin, sag hallo. Ah! Ja, ich glaube, der will es. Hallo, bist du tot? Hey, da kann man durchgehen. Kann man auch durchgehen. Da gehe ich nicht so gerne durch wie da. Boah, lecker durch die Scheiße kriechen. Schau mal, was. Jo. Da war was, da war was, da war was, da war was. Ja, da hinten läuft der Maschine. Ja, da muss ich. Da war aber grad was. Scheiße, wir haben gerade was auf hier. Nur noch eine, das ist schlecht. Ja! Ach man. Dann lauf schneller, vielleicht findest du irgendwo was. Keine. Ich lauf sogar was. Denn ohne Batterie. Da ist irgendwo wer. Da war grad was, das war grad echt nicht geil. Da ist eine Notiz wieder. Oh, oh, da ist ein Dokument. Ja, ein das nennt man Dokument. Ey. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten, wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider, das Evangelium des Suns. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die kleine Strafe zu hart ist. Okay, ich habe nicht sehr viel vom Text verstanden. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, da ist irgendjemand. Schauen wir noch kurz rum. Oder
Wir haben noch einen Ritalin. Machen wir so, machen wir hier einen kleinen Cut rein. Für deine super gespielte Arbeit hier. Da kommst du nicht hoch. Ja, ich weiß. Kannst du dich irgendwie aufheben, dahin lehnen? Jeder normale Typ würde jetzt. Boah, jeder normale Typ würde jetzt es nehmen, dahin stellen und hochklettern. Nein. Das ist nicht normal. Also, wie Co-Moderator Konrad schon sagte, der Typ ist ein Vollidiot. Genau. Schönes Abschlusswort. Gut. Dann bis zum nächsten Let's Play. Bis dann. Tschüss.